Im letzten Video haben wir abgecheckt, welche krassen Manga-Neustarts 2024 kommen und welche ich auf jeden Fall lesen werde. Und in diesem Video geht es darum, welche Manga-Reihen ich abseits davon dieses Jahr safe noch lesen möchte. Der erste Manga ist tatsächlich ein Manga, den ich zu Weihnachten bekommen habe. Und eigentlich hätte ich mir das hier vorbereiten können. Wo ist dieser Manga? Und zwar Nausicaä aus dem Tal der Winde. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Da gibt es, wie ihr sehen könnt, dieses richtig schöne Boxset. Ich glaube, der Manga hat an sich 7 Bände und das ist in dieser geilen Edition mit 2 fetten Bänden hier. Das ist ein Manga vom Ghibli-Gründer Hayao Miyazaki und tatsächlich hat dieser Film dann überhaupt dazu geführt, dass das Studio gegründet wurde. In diesem Manga geht es darum, dass die Menschheit die Welt so sehr verschmutzt hat, dass diese nicht mehr bewohnbar ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich schon. Nach einem großen Krieg hat sich so ein riesiger Pilzwald über die ganze Welt erstreckt. Dieser ist bewohnt von so riesigen insektenähnlichen Tieren, die Land für Land verschlingen. Und somit sind viele Teile dieser Welt einfach nicht mehr bewohnbar. Und mittendrin ist unsere Protagonistin. Diese ist die Prinzessin des Tals der Winde. Das erste Chapter habe ich schon gelesen. Da geht es, so wie ich verstanden, darum, dass es mal wieder einen Krieg gibt zwischen Menschen. Ihr Vater soll auch eingezogen werden, aber da dieser zu schwach ist, stellt sie sich diese Aufgabe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von der Beschreibung her finde ich das total spannend. Hab da mega Bock drauf, vor allem in so einer geilen Edition zu lesen. Shunas Reise hat mich schon letztes Jahr so krass überzeugt. Und dieses Werk soll noch mal krasser sein. Und Leute, nur zum Vergleich, ne? Das ist ein ganz normales Format. Schaut euch mal diese Größe an. Oder auch die Vagabond Wispig Edition im Vergleich zu diesem Brecher. Oh Mann, oh Mann. Als nächstes haben wir einen Titel, den ich letztes Jahr super günstig ergattern konnte. Vor allem, weil das wirklich ein vergriffener Titel ist. Und ey, ich habe zufällig auf Kleinasheim rumgescrollt und habe das Angebot gefunden, musste es mir dann direkt holen. Deadman Wonderland. Weil die Sache ist nämlich, ich habe das seitdem nicht mehr angerührt. 2 Chapter gelesen, dachte, ey, ich find's eigentlich geil, aber irgendwie hat sich's nicht mehr ergeben. 7 Bände hat die Reihe, aber ich glaube, das sind so 1,5 oder 2 in 1 Bände. Soweit ich mich erinnern kann, startet die Geschichte in der Schulklasse. Unser Protagonist chillt sein Leben. Auf einmal kommt irgend so ein roter Dude und bringt alle um, außer ihn. Und dann denken alle, oh, unser Protagonist hat das gemacht. Daraufhin landet er im Gefängnis und dann ist natürlich für ihn die Frage, wer war dieser Dude? Wieso bin ich jetzt hier? Was war das? Und dem will er wahrscheinlich auf den Grund gehen. Was ein bisschen weird war, ist, dass dieses Gefängnis, dieses Deadman Wonderland, auch ein Vergnügungspark ist. Und da das auch nicht so viele Bände sind, erwarte ich schon, dass ich das dieses Jahr safe noch packe. Bock habe ich auf jeden Fall. Dann, Leute, ein Titel. Ich weiß, in den Kommentaren wird eh stehen, oh, was? Das hast du noch nicht zu Ende gelesen. Das musst du lesen, das musst du lesen. Das ist so geil. Warte mal. So hole ich mir das nicht einfach vorher, bevor ich anfange mit dem Aufnehmen, ne? Ja, Leute, Dorohedoro. Ich hänge seit Ewigkeiten, glaube ich, bei Band 4. Ihr kennt's doch, da kommt mal eine Neuheit, die du magst. Da kommt mal hier eine fortführende Reihe und dann liest du das und dann verlierst du diesen Titel irgendwie aus den Augen, obwohl du ihn doch mochtest. Vor allem habe ich die Reihe tatsächlich auch nur bis Band 8, weil ich dachte, ey, es ist sinnlos, das weiter zu kaufen, wenn ich es gerade eh noch nicht lese, wenn ich noch 4 Bände da habe. Dorohedoro, Leute, alleine diese Seite schon. Unser Protagonist hat einen Echsenkopf. Dieser wurde ihm von einem Magier oder so verliehen und er ist auf der Suche nach dem Dude, der das gemacht hat. Um festzustellen, ob sein Gegenüber der Magier ist, der ihm dieses Gesicht verschafft hat, muss er den Kopf in sein Maul stecken. Klingt komisch, ist es auch. Dazu kommen aber wirklich mit die coolsten, lustigsten, sympathischsten, coolsten Charaktere, die ich in Manga eigentlich je gelesen habe. Und das meine ich wirklich ernst. Ich habe ganz viel Liebe schon jetzt für die Reihe, auch wenn ich die wirklich letztes Jahr noch nicht zu Ende gelesen habe und dieses Jahr endlich machen möchte. Danach eine Reihe, bei der ich fast mit dem 6. Part durch bin. Und dabei müsstet ihr schon direkt checken, was ich meine. Es ist natürlich Jojo. Und weil da doch noch mehrere Reihen in diesem Video auftauchen, traue ich mir erstmal nur Part 7 zu, den ich dieses Jahr lesen möchte. Die ersten 6 Parts habe ich als Anime geschaut. Bei Part 6 hänge ich irgendwie immer noch, weil ich kann Jojo irgendwie nur im Urlaub schauen. Ich kann Jojo auch nicht bingen, weil es ja doch auch ein bisschen auch dieses Episodische ist. Und ich habe mir bei Jojo wirklich sehr viel Zeit gelassen. Ich glaube, Part 1 habe ich, boah, lass mich nicht lügen, 2018,
19 oder so geschaut. Part 7 ist allgemein der Part, wo Jojo vom Shonen ins Seinen-Genre wandert und da bin ich sehr, sehr hyped. Dann noch mit den typischen Jojo-Zeichnungen, die du unter tausenden Mangaka erkennst. Ich freue mich mega, dieses Werk auch als Manga zu erleben und 27 Bände hat alleine dieser Part. Part 8 und 9 kommen auch noch, aber diese 27 Bände, das wäre schon cool, wenn ich die dieses Jahr packe. Ah ne, es waren 24. Dann Leute, eine Fortsetzung einer Reihe, die ich sehr, sehr liebe. Die kann ich euch hier nicht zeigen, weil die Reihe schon durch ganz Deutschland gewandert ist. Die war schon bei Genesis, die war schon bei Animano und bei mir ist sie noch nicht Innocent. Denn ich möchte dieses Jahr endlich Innocent Rouge lesen. Erscheint ja hoffentlich bald auch auf Englisch. Ob es dieses Jahr soweit wird, ich glaube noch nicht. Mal sehen. Aber die Fortsetzung von Innocent steht für mich eigentlich an. Weil ich traue mich gar nicht so krass über Innocent zu reden. Weil ich ja doch dann einfach nur die Hälfte der Geschichte kenne. Das ist wie wenn du Naruto gelesen hast, aber Naruto Shippuden nicht. Und Shippuden gehört dann doch dazu, ob du willst oder nicht. Aber alleine schon diese neuen Bände Innocent. Mit die krassesten Zeichnungen, die du lesen kannst. So viele unglaubliche Charaktere. In diesem französischen Setting, dann diese Thematik mit den Scharfrichtern, mit Marie, die dann noch mehr Protagonistin wird, als Charles Protagonist war. Unglaubliches Character Development, Dynamik zwischen den Charakteren, 10 von 10 Titel und ich hoffe Innocent Rouge wird dem gerecht. Als nächstes ein Titel, ich glaube sogar ehrlich gesagt, da schaue ich sogar eher den Anime Nana. Geht um zwei Protagonistinnen, die sich zufällig kennenlernen und merken, ah, sie haben beide den gleichen Namen. Nana. Durch irgendeine Fügung wohnen die dann zusammen und freuen sich an. Und wir sehen so ein bisschen deren Alltagsleben, verbunden mit einer guten Prise Liebesdrama. Solche Thematiken bin ich eigentlich auch zu haben, aber es muss schon gut umgesetzt sein. Aber dieser Titel hat so ein Standing. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das gut umgesetzt wird und ja, freue mich, dazu eine eigene Meinung zu bilden. Und obwohl das Werk nicht abgeschlossen ist, denke ich trotzdem, dass es sich lohnt, es dieses Jahr zu schauen oder zu lesen. Nächstes ist ein Titel, der für mich auch eine ideale Länge hat. Holy Land. Unser Protagonist erlebt leider in der Schule sehr viel Mobbing. Um das zu verarbeiten oder durch irgendein Ereignis, ich weiß es selber nicht, Leute, ich habe das noch nicht gelesen, beginnt er mit dem Boxen bzw. mit Martial Arts, kann das dadurch verarbeiten und dadurch, dass er seine Skills trainiert, kommt er auf der Straße auf einmal sehr gut zurecht, macht sich dort einen Namen. Durch diese ganzen Vorfälle gerät er immer mehr in die Spirale der Gewalt. Ob er da rauskommt, ob er da rauskommen möchte, wird sich zeigen. Diese Prämisse finde ich super interessant und wird mich hoffentlich auch überzeugen. Dann eine Reihe, die bin ich schon am Lesen. Ich wollte mir das eigentlich über dieses Jahr so ein bisschen verteilen, ne? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe es damit gar nicht so eilig. Aber ich sage euch heute, sobald ihr einmal in Kingdom drin seid, möchte ich die eigentlich gar nicht aufhören zu lesen. Leute, Kingdom ist legendär, was soll ich euch sagen? Ist in Japan jedes Jahr in den Top 10 der meistverkauften Manga und wird in der Szene mit so Szenen wie Vagabond, Villainsaga, Berserk mit auf eine Stufe gestellt und das können nur sehr wenige Titel von sich sagen. Wir sehen hier das Leben von zwei Waisen. Einer von denen ist unser Protagonist. Diese wachsen zusammen auf und kämpfen wirklich den ganzen Tag gegeneinander. Haben zig Matches, ne? So viele hat er gewonnen, so viele hat er verloren, so viele Draws gibt es. Beide haben den Traum, irgendwann ein erfolgreicher General oder Generalsführer, wie auch immer das heißt, zu sein. Klingt vom Traum her erstmal recht basic, finde ich, aber ey, ich habe schon ein paar Manga gelesen. Und trotzdem haben mich diese Plot-Twists in diesem Manga überrascht. Dazu noch diese Zeichnungen, die mich extrem positiv überrascht haben. Weil ich muss sagen, ich finde so diese Mimik, die ist nicht immer perfekt gezeichnet, aber es passt perfekt zu diesem Manga. Wenn ich bedenke, dass ich eigentlich noch am Anfang der Geschichte bin, boah, da kann ich mir echt kaum vorstellen, was da noch alles kommen wird. Wenn ich hier aktuell bin, hat das definitiv Top 10 oder sogar Top 5 Potenzial. Und ich schätze mal, ich bin hier schneller aktuell, als ich zuerst dachte. Und zum Schluss noch zwei Titel, Leute. Ganz wichtiger Punkt, das ist eh so underrated, Leute. Rereads. Ein Reread dieses Jahr von mir ist, Leute, ich habe richtig Bock, mich dieses Jahr nochmal in Vagabond reinzustürzen. Einfach, weil es vielleicht einer der besten Manga ist. Und ich hätte fast gesagt, einer der besten Manga. Aber für mich ist gerade einer der besten Manga auch von Inoue. Und das zeigt alleine,
was dieser Mangaka alles drauf hat. Und mit Vagabond hat er so ein Meisterwerk auf jeder Ebene geschaffen. Leute, ihr wisst es. Inzwischen in der Szene hat Vagabond seinen Namen. Ich kann jede random Seite aufschlagen und es ist ein Kunstwerk. Die Story überzeugt. Dann natürlich auch der krasse Release auf Deutsch. Ach nee, Moment. Und Vagabond zu lesen ist für mich nochmal ein ganz individuelles Feeling. Das hat für mich wirklich was Reinigendes, kann ich das so sagen? Es tut meiner Seele irgendwie gut. Und vielleicht wird das sogar ehrlich gesagt ein jährlicher Reread. Aber schauen wir erstmal, dass wir es dieses Jahr fertig kriegen. Dein weiterer Reread, der für mich ansteht, ist wirklich ein Titel, boah. Also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie über die letzten Monate habe ich dafür noch mehr Liebe gekriegt. Und irgendwann, Leute, möchte ich wirklich ein Video darüber bringen. Ein Video nur über eine der krassesten Reihen, warte mal, ich will ein Cover mit den Protagonisten, deswegen. Es geht um Beastars, Leute. Einer der besten Shonen, die es gibt. Und das meine ich komplett ernst. Fängt an mit einer Mystery-Geschichte, geht dann in Romance rüber. Unsere Charaktere in dieser Welt sind humanoide Tiere. Die Geschichte spielt zuerst in einem Internat. Danach öffnet sich dieses unfassbar krasse Worldbuilding, Leute. Und mein Hot-Take ist wirklich Legoshi, der Protagonist. Ist für mich auf einer Stufe mit Thorfinn, mit Guts, mit Musashi. Und da diese Titel alle Seinen sind, ist Legoshi für mich der beste Shonen-Protagonist. Und dass Menschen aufgrund der Optik wirklich nicht bereit für diesen Titel sind, ey, man verpasst da wirklich was. Deswegen möchte ich mich da dieses Jahr nochmal reinstürzen, möchte auch wirklich dieses Jahr nochmal ein Video dazu bringen und habe einfach mega Bock auf alle Reihen, die ich heute vorgestellt habe. Welche Must-Reads stehen für dich dieses Jahr an? Schreib es mir gerne in die Kommentare, hinterlass ein Abo für weitere Manga-Videos und hier geht's auch schon zum nächsten Video. Bis gleich!